In diesem Video sprechen wir darüber, was du jetzt schon für dein Abitur tun kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und heute möchte ich mal darüber sprechen, was du jetzt schon für dein Abitur tun kannst. Ja, weil ich kriege ja immer wieder so ein paar Instagram-Nachrichten und auch YouTube-Kommentare. Vielen Dank übrigens auch an all eure Kommentare, Daumen hoch, wie auch immer ihr uns hier unterstützt. Vielen Dank in jedem Falle dafür. Kriege ich immer wieder so die Frage, Leo, wann soll ich eigentlich anfangen, fürs Abitur zu lernen? Und das nicht nur von Schülern, die jetzt in ihrem letzten Jahr sind, sondern teilweise auch Schüler, die jetzt erst in ihrem ersten Jahr der Oberstufe sind oder die sogar in der 10., 11. Klasse, also so Einführungsphase sind. Und da merkt man ja schon, dass viele von euch sich schon sehr früh mit dem Thema Abitur beschäftigen, was grundsätzlich meiner Meinung nach sehr positiv ist, nur oftmals ein bisschen übertrieben wird, im Sinne von, oh mein Gott, ich muss jetzt schon 2 Jahre vorher dafür lernen, weil das de facto nicht so. Und das auch, da bin ich auch immer jemand, der immer dafür sagt, hey, entspannt euch ein bisschen, wenn ihr ein paar Monate vorher anfängt, ist das mehr als genug, ja, deswegen stresst euch da nicht rein. Und gerade jetzt ist quasi ein Punkt, wo ich weder für die Leute sagen, die jetzt in ihrem letzten Jahr sind, außer ihr habt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, glaube ich, da fangen ja die Abi-Prüfungen, glaube ich, schon im Januar an, wenn ich gerade richtig liege. Da kann man jetzt schon anfangen, aber für die meisten Bundesländer, die so im April, Mai, Juni ihre Prüfungen haben, da würde ich weder, ob du jetzt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr bist, würde ich auf gar keinen Fall irgendwie schon fürs Abi lernen. Aber trotzdem gibt es natürlich auch jetzt schon Dinge, die du tun kannst, ja, die dann auch nicht übertrieben zu früh sind, sondern es gibt auch gewisse Dinge, die kannst du jetzt schon tun, um dann in einem halben Jahr, in 1,5 Jahren, in 2,5 Jahren möglichst gut auch im Abitur zu sein. Und das sind eigentlich genau die Dinge, die du jetzt auch tun solltest, sage ich mal, um in dem Halbjahr gut sein, egal in welcher Klasse du dich jetzt gerade befindest. Denn was super wichtig zu verstehen ist, wenn du irgendwann mal fürs Abitur dann anfangen wirst, dich vorzubereiten, es wird anders sein wie auf die meisten Klausuren, weil die Klausuren, die du jetzt lernst, ist meistens so, dass der Stoff, den du dafür lernst, ist neu. Beim Abitur bist du jeden Stoff schon mal durchgegangen, du wirst nur viel schon da wieder davon vergessen haben. Das heißt, die Art und Weise, wie du überhaupt an das Lernen in Bezug aufs Abitur rangehst, ist einfach grundlegend anders, wie du es bisher auf die Klausuren gemacht hast. Es ist nicht so wie, ich lerne jetzt was Neues und versuche mir es anzueignen, sondern mehr, ich hole so ein richtig altes, staubiges Buch raus und gucke, was haben wir eigentlich so im ersten Halbjahr meiner Oberstufenzeit gemacht. Ja, so, ach, stimmt, das hatten wir. Ja, das heißt, grundlegend unterschiedlich. Und um diesen Prozess dann möglichst einfach zu machen, ja, dass du möglichst viele Dinge dann einfach wieder rekapitulieren kannst, dass du einfach auf viele Dinge schnell auch wieder vom Gehirn her zugreifen kannst, empfehle ich dir einfach sehr, sehr stark, jetzt nicht nur viel zu lernen, das ist die eine Sache, sondern du vor allem nicht darum bemühst, Dinge wirklich zu verstehen. Weil natürlich kannst du jetzt in der 10., 11., 12. Klasse, kannst du immer sagen, ja, okay, komm, lerne ich schnell aus, wenn ich klatsche in der Klausur hin und dann wird das vielleicht eine 2, ist wunderbar, ja, nur wirst du dann fürs Abitur Dinge ganz stark wieder von vorne anfangen müssen. Aber wenn du jetzt schon wirklich auch auf eine Art und Weise lernst, wo du es wirklich verstehst, du gehst wirklich in die Tiefe, machst Anwendungsaufgaben, all solche Punkte, ja, wenn du das machst, dann wirst du vielleicht auch einige Dinge nicht mehr so präsent im Kopf haben, aber wenn du sie dann in der Vorbereitung aufs Abitur wieder anschaust, wirst du dir viel schneller wieder auf dem Stand sein, wo du jetzt stehst. Ja? Deswegen das ist eine wichtige Komponente, die ihr jetzt schon fürs Abitur machen könnt, dass ihr wirklich einfach beim Lernen wirklich darauf achtet, dass ihr die Dinge wirklich in der Tiefe versteht. Ja? Ein zweiter Punkt, der extrem schon unterschätzt ist, ihr könnt jetzt schon dafür sorgen, dass ihr eine möglichst gute Bindung zu dem Lehrer habt, der euch dann schlussendlich auch im Abitur benotet. Sei es jetzt im Schriftlichen oder aber vor allem speziell natürlich auch einfach im Mündlichen, weil das hilft nicht unterschätzen. Natürlich sind Lehrer, glaube ich, gerade beim Abitur dazu angehalten, möglichst objektiv zu sein und da liegen da vielleicht auch nochmal strengeren Auflagen, aber ihr werdet diese subjektive Benotung nicht in allerletzter Instanz aus dem Lehrer rausbekommen. Und gerade auch sowas wie in der mündlichen Abiturprüfung hat der Lehrer auch einen extrem starken Einfluss mit seinen Fragen, mit seinen Rückfragen und so weiter, wie er dich dastehen lässt. Und ich habe schon Stories gehört, wo wirklich ein Lehrer es echt mies in der Abi-Prüfung gemacht hat, in der mündlichen Abi-Prüfung, wo ich aber auch zu dem Schüler sagen musste, ja, wenn du dich nicht vorzeitig um die Lehrerbindung kümmerst und irgendwie sogar bei dem auf dem Kicker bist, weil du irgendwelche ganzen Schmarrn im Unterricht machst, dann war abzusehen. Ja, das war abzusehen und dann braucht man sich eigentlich auch nicht zu beschweren. Auf der anderen Seite habe ich bei mir selbst, wie auch bei so vielen unserer Teilnehmer gemerkt, wenn du dich proaktiv um gutes Verhältnis mit dem Lehrer kümmerst, zahlt sich das immer in den mündlichen Prüfungen auch aus. Ja, ganz viele auch von unseren
Coach ist halt jemand, die wir im letzten Schuljahr auch durch die Abi-Prüfung gebracht haben, haben ganz viel gesagt, hey, ich war zwar super vorbereitet, aber gerade dadurch auch, dass nochmal ich einfach davor schon einfach eine gute Connection mit dem Lehrer aufgebaut habe, das hat mir einfach so viel geholfen. Und wenn es nicht mal inhaltlich war, sondern einfach nur, weil du ein gutes Gefühl hast, in diesen Raum mit dieser Person alleine reinzugehen, dich da gut verstanden hast, dich auch einfach wohlgefühlt hast und einfach, weil du dich wohlgefühlt hast, überhaupt in der Lage warst, all die Dinge, die du gut vorbereitet hast, dich auch abzurufen, wo du vielleicht bei einem anderen Lehrer, mit dem du vielleicht dich nicht so gut verstehst, wo du dich vielleicht ein bisschen unwohl gefühlt hättest, vielleicht viel nervöser wärst, vielleicht viel mehr aufgeregt wärst, vielleicht nicht mehr so sehr dich an die Dinge hättest erinnern können und die sie nicht so rüberbringen hättest können, wenn du dich einfach bei der Person wohlgefühlt hättest. Und das ist so ein Punkt, den ich euch einfach ganz stark raten kann. Ja, dass ihr da wirklich einfach da im Vorhinein schon drauf achtet. Und dann vor allem auch als aller dritten Aspekt, dass ihr für euch wirklich eine Lernstruktur, eine Lernstrategie und eine Lernroutine für euch innerhalb der Zeit bis zu dem Punkt, wo ihr dann sagt, okay, jetzt bereite ich mich aufs Abitur vor, von der ihr wirklich wisst, dass es funktioniert. Weil man kann, klar, in der Oberstufe zählen die Noten schon und da ist es schon auch wichtig, dass man da auch möglichst schnell sofort die richtige Lernstrategie und so weiter findet. Aber da ist es in Ordnung, wenn man sich mal noch Ticken mehr ausprobiert. Ja, das ist noch in Ordnung. Ist auch nicht ideal, ja, aber geht gerade noch so. Nur wenn es aufs Abitur zugeht, da wollt ihr wirklich keine Fragen mehr offen haben, ob die Art und Weise, wie ihr richtig lernt, jetzt wirklich die richtige ist. Ja, wenn du in die Abi-Prüfung reinstartest oder Abi-Vorbereitung reinstartest und nicht genau weißt, okay, so plane ich mir das zeitlich ein, so mache ich das von der Routine her, das ist die richtige Lernstrategie für das Fach, für das Fach, für das Fach, dann wirst du so viele Selbstzweifel einfach in der Vorbereitung haben, weil du halt nicht diese Garantie, diese Sicherheit in dir selbst hast, okay, genau so mache ich das, genau so funktioniert es auch für mich. Ja, deswegen finde das schon in der Oberstufe heraus, wie lernst du richtig, wo du auch weißt, okay, wenn ich diesen Prozess so durchziehe, ja, dann kommen am Ende auch die Noten raus, die ich mir eben vorstelle. Was wird dir diese Sicherheit geben, die du einfach auch brauchst, um dann eben auch für die Abiturprüfungen, die eben so viel im Schnitt ausmachen, ja, die dann wirklich auch einfach mit Selbstvertrauen, mit Confidence wirklich auch zu bestreiten. Wenn du da auch jetzt schon sowohl für die Oberstufe als auch dann später fürs Abitur wirklich auch abgesichert sein möchtest, ja, dass du nicht mehr Gedanken drüber machen musst, oh, wie lerne ich da richtig, ist das so richtig, ist das so am effektivsten und so weiter, und du das wirklich einfach von mir lernen möchtest, ja, wo ich dir wirklich alle Lernstrategien auch mitgebe, die mich zu meinen eigenen 1,0 in den Abiturprüfungen gebracht haben und jetzt auch für so viele unserer Coach-Teilnehmer dafür sorgen, dass sie einfach signifikante Notensprünge machen, dass sie sich einfach sicher fühlen hinsichtlich der Art und Weise, wie sie lernen, dann auch die entsprechenden Noten natürlich auch rausbekommen. Dann bewerb dich sehr gerne bei uns auf unser Coaching-Programm, das Traumabitur-Coaching. Dafür einfach den ersten Link in der YouTube-Beschreibung finden oder den ersten angepinnten Kommentar. Bewirb dich einfach mal, mein Team wird dann mit dir sprechen und dann schauen, okay, wo stehst du gerade, wie können wir dir konkret weiterhelfen, und dann werde ich dir gegebenenfalls persönlich all meine besten Strategien mitgeben und vor allem diese Sachen auch noch persönlich auf dich anpassen, dass du eben genau dorthin kommst, wo du hinkommen möchtest. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du dich bewirbst und wir uns vielleicht bald im Coaching sehen, und ansonsten glaube ich immer an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.